Hallo, grüß euch, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich möchte euch heute mal ein bisschen was Außergewöhnliches zeigen, eine außergewöhnliche Idee für einen Adventskranz. Und ich starte einfach dann gleich und wir schauen mal, was dabei rauskommt. Genau. Ich habe jetzt hier zwei Strohrömerunterlagen, sind 25 cm. Ihr könnt es natürlich, je nachdem, wie groß ihr die haben wollt, wie breit ihr die haben wollt, wie dick ihr die haben wollt, auch selber aussuchen. Wie es euch natürlich gefällt. Auch ein 25 Durchmesser, der gleiche, habe ich jetzt ganz schnell, ganz schlicht gebunden hier mit dieser blauen Thuja, würde ich sagen. Genau, einfach so ein bisschen, gar nicht so wuschelig. Habe es mit diesem Bindedraht gebunden, ganz einfach, ganz schnell. Möchte da aber jetzt. Das wird ja unser Unterkranz, der hier. Möchte da aber jetzt noch ein bisschen was grünes anderes mal dazu machen und habe mich jetzt hier für so ein Efeu entschieden. Und den binde ich jetzt ganz einfach mit einem dünneren Draht, mit einem Myrtedraht hier unten an. Genau. So. Dann legen wir uns das so an. Ich habe jetzt hier den Mürtedraht, das ist ein bisschen ein dünnerer Draht. Ihr könnt natürlich auch einen goldenen Draht oder einen silbernen Draht nehmen, je nachdem, was ihr wollt. Wickelt das jetzt hier mal ein bisschen rundherum. Verzwirbeln wir hier den Anfang, dass euch das natürlich auch wieder nicht aufgeht oder dass es mir nicht aufgeht. Und mache jetzt hier einfach ein bisschen was von den Efeuranken rundherum. Gut, ich habe jetzt soweit ein Efeu jetzt. Ich denke, dass das mir reicht. Ansonsten kann ich später immer noch was dazu reinnehmen. Werde das Ende jetzt hier einfach so ein bisschen verdrehen an so einem Stiel. Sonst es nicht mehr aufgeht. Dann haben wir eigentlich soweit unseren Unterbau ganz fertig. So Blätter, die jetzt wirklich noch so abstehen, die könnt ihr auch nochmal so unten durchfahren. Dann sind sie ein bisschen anliegender noch. So durch die Ranken selber. Und ihr könnt wirklich auch anderes Grün nehmen. Ich bin bloß manchmal immer dafür, ja, ein bisschen was Außergewöhnliches, was man nicht immer hat, ein bisschen mal auch was Verrücktes mal auszuprobieren. Ihr könnt ganz normal eine Tanne nutzen, eine Nordmann-Tanne oder eine Nobilis oder. Ja, da sind wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. So. Ich hoffe, dass ich euch dann auch immer alles Wichtige dazu erzähle, weil ich ja dann oft auch immer auf schnell mache, weil die Videos ja sonst einfach zu lang sind. Verzeihung, geht schon los. So, jetzt haben wir hier so unseren Unterbau. Ganz wichtig jetzt bei dem, was ihr hier vorhabt oder bei dem, was wir jetzt hier machen, ist, dass diese Strohrömer die gleiche Größe haben, weil wir uns die jetzt die uns nachher dann verbinden möchten. Und darum ist es eigentlich ganz wichtig, dass sie gleich groß sind. Genau. Gut, legen wir den mal schon auf die Seite. Und zwar dachte ich mir jetzt, wir machen was mit Wolle. Ich habe jetzt hier so diese Wolldochte. Ihr könnt aber natürlich auch Wolle hernehmen. Ganz normale Strickwolle. Wenn ihr sagt, oh, da habe ich jetzt schon seit, keine Ahnung, seit Jahren habe ich hier eine Wolle rumliegen und die ist eigentlich so schön, aber zum Stricken komme ich nicht mehr. Warum nicht in den Adventskranz reinpacken? Genau. Also ihr braucht dann natürlich schon einiges an Material. Ich habe jetzt hier dieses Wolldocht.
und fange jetzt einfach an, mir hier das so abzuspulen. Ihr könnt es dann auch auf den Boden stellen. Dann geht das eigentlich ganz easy. Macht ihr euch mal so eine ordentliche Portion, schwingt ihr euch her. So. Schere. Schneidet es nicht ab. Ich wollte es gerade abschneiden. Legt es mal dann kurz ab. Nehmt wieder was. Pudelt es so auf. Legt es dann einfach mal so hier hin. Und dann habe ich was vergessen natürlich noch. Alzheimer lässt grüßen, aber das machen wir gleich noch. Das machen wir jetzt gleich noch. Genau, bevor es hier zu viel wird. Und zwar brauchen wir hier ein bisschen, ja, wir müssen hier den Stroh mal ein bisschen abdecken. Ich habe jetzt hier in der gleichen Farbe so einen Filz. Ihr könnt natürlich auch Stoffreste nehmen oder Bänder oder ein Rupfenband, was euch natürlich am allerliebsten ist. Ich wickel das jetzt bloß so rum, also wenn wir das dann nachher hier oben drauf machen, dass wir den Strohrömer nicht sehen. So, dann. Müsst ihr bloß gucken, dass es unten nicht zu dicht wird, weil wir da nochmal durchstechen wollen. Und umso mehr Material oder umso dichteres Material wir hier unten haben, umso schwerer werden wir uns dann später tun mit dem Einstechen von den Kerzenhaltern und mit dem Verbinden von dem Unterkranz. Ihr könnt das jetzt mit Patenthaften festmachen, mit Drähten, je nachdem, was euch jetzt da gefällt. Ihr könnt es aber auch ganz einfach mit der Heißklebepistole festkleben. Passt bitte auf eure Finger auf. Heiß, heiß, heiß. Ich lese es immer wieder. Oh. Brandblasen und einfach gut aufpassen. Ist nicht sehr angenehm. Genau, so, jetzt packen wir uns unser Wollkonstrukt hier wieder oben auf und wir fädeln weiter auf, die Spule immer weiter. So, machen wir das ganz locker darüber. Und dann machen wir hier nochmal. Und ich werde die Wolle jetzt auch nicht oder diesen Filz dort auch nicht abschneiden, sondern ich werde ihn jetzt auch mal noch so dran lassen. Weil wenn mir dann später was fehlen sollte, dann hätte ich da so ein komplettes Stück und kann das dann immer noch, ja, noch mal was dazu hinfügen. So, wir haben jetzt hier einen Gruselwusel, verteilt es hier ein bisschen, so gut wie es geht, auch so, dass ihr hier die Mitte habt. Und dann geht es einfach los mit einer Art Luftmaschentechnik. Ihr nehmt euch hier so eine Schlaufe und fahrt mal ganz locker hier durch eine andere Schlaufe. Dann durch die nächste Schlaufe, dann durch eine andere Schlaufe. Und so macht er das einfach mal Stück für Stück weiter. Mal geht er mal einfach mal so eine Runde durch.
So, nehmt euch schräg auch von unten ein bisschen was von der Wolle oder von dem Docht raus. Und ihr seht schon, so langsam, wir kriegen hier so eine Verbindung hin. Unsere Luftmaschen sind zu erkennen. Und das macht ihr dann einfach immer weiter, Stück für Stück. Schau, dass es vom Volumen her, von der Verteilung her recht gut ist. Und wenn man dann durchspitzeln kann, wenn es vielleicht mal ein bisschen dünner ist, dann ist es ja nicht so schlimm, weil wir ja hier unser Filzband hier, unseren Ganzkörper mit diesem Filzband umwickelt haben. So, wenn euch das jetzt hier noch zu arg absteht, schiebt es einfach so ein bisschen unten rein. Aber so finde ich das eigentlich ganz cool, finde ich das ganz gut, auch von der Verteilung her. Nur ein bisschen Volumen hier, da vielleicht noch ein bisschen verstricken hier noch, so ein bisschen hochziehen. So, den machen wir auch noch hier. Gut, dann nehmen wir uns den unteren Kranz und legen uns den oberen Wollekranz oben auf. Wenn jetzt immer noch ein bisschen das wegsteht, das macht nichts. Das könnt ihr dann immer noch im Nachhinein noch korrigieren. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei euch von der Farbe her rüberkommt. Ich finde, die Wolle kommt, also ich habe jetzt hier eine Bordeaux-farbene Wolle. Ja, auf meiner Kamera sieht sie jetzt recht orange aus. Ja, gut, aber ist halt so. Kann man nichts machen. Müssen wir weitermachen. Genau, zum Fixieren der beiden Grenze. Ich komme mal näher zu euch ran. Zum Fixieren der Grenze nehmen wir am besten so Splitstäbe. Ihr könnt natürlich auch einen Draht nehmen, aber ich finde jetzt die Splitstäbe gar nicht so schlecht. Schneid mir hier jetzt so die Länge ab. Schneid es auch gerade ein bisschen auf. Schräg an, dass wir hier so eine Spitze haben. Im Regelfall sollten zwei reichen. Ihr könnt natürlich aber auch drei Befestigungspunkte hernehmen. Das geht natürlich auch. Gut, jetzt wird es ein bisschen kraftaktig. Jetzt mal das mal kurz auf die Seite. Jetzt schiebt ihr euch mit dem Splitstab hier durch die Wolle, stecht in den oberen Kranz ein und das macht er jetzt mit so gerade wie möglich. Das macht er jetzt mit den drei Splitstäben und umso weniger Material ihr unter dem Splitstab habt, umso leichter werdet ihr euch tun. Und es ist wirklich wichtig, dass ihr dann auch den unteren Strohrömer trefft. Dass es auch wirklich gut fixiert ist. Gut, diese oberen Splitstäbe schneidet er dann einfach ab. Die lassen wir dann nachher verschwinden mit der Deko, das ist vollkommen okay. So tief wie möglich abschneiden.
dann könnt ihr den Kranz wieder ein bisschen auflauschen. Später kann man immer noch so ein bisschen für hier das so noch so ein bisschen verstricken. Das kann man dann alles im Nachhinein nochmal machen. Aber ich finde es jetzt so vom Prinzip her eine coole Sache. Ist einfach mal was anderes. Genau, ich möchte dann gerne Stabkerzen mit reinnehmen. Habe hier solche Stabkerzenhalter. Wie ihr die natürlich platziert, das ist euch überlassen. Ihr könnt die jetzt eins so in diesem 1, 2, 3, 4 und hier im vorderen Bereich vielleicht nur eine Deko machen. Oder ihr könnt die dann auch komplett verteilen. Ich verteile sie mir sehr gerne. Und das ist jetzt auch ein Grund, warum ich im unteren Bereich auch einen Strohkranz habe. Damit ich hier einfach noch, ja, damit die mir einfach fix drin sind. Und mir die nicht hier wegfallen. Verteile ich jetzt. Ja, dann möchte ich natürlich den eigentlich relativ schlicht ausdekorieren, möchte das dann vielleicht auch nur mit einer Lichterkette machen und vielleicht ja nur ganz wenig Deko-Elemente mit reinnehmen. Das sehen wir dann. Genau. Ich habe jetzt so mich für so eine Lichterkette entschieden, die wir dann auch hier ganz cool hier so ein bisschen mit reinschieben können in diese, ja, in diese Wollschlaufen. So fixieren wir die auch ein bisschen mit dem Draht. Das ist ganz cool. Geht dann eigentlich ganz einfach. So wie ihr das dann natürlich auch haben wollt. Ihr könnt auch eine ganz einfache. Es ist halt immer ganz praktisch mit diese Metall. Drahtlichterketten, die dann einfach sich dafür super gut eignen. So, formeln wir uns die jetzt da mal so rein. Die Lichterkette packe ich dann noch in diesem Filz mit dazu ein. Das geht dann auch ganz einfach. Ihr nehmt euch so einen Filz, legt es da hier so drüber. Entweder macht ihr euch eine Tasche, klebt es zu, könnt ihr machen. Oder ihr nehmt den Draht und wickelt es damit rundherum. Das können wir eigentlich gleich machen. Genau, das machen wir mal. Schneiden wir schon mal so ein Stückchen ab, nicht in die Lichterkette schneiden. So, müsst ihr bloß gucken, dass ihr dann später auch den Einschalter, die ist jetzt auch mit einem Timer, dass ihr das so legt, dass man da natürlich auch wieder gut hinkommen kann. Ich nehme jetzt hier diesen grünen Mittendraht, wickel da ein paar Mal rundherum, verdrehe mir das hier unten und schneide mir das ab. So. Geht relativ schnell, relativ einfach. Und ich werde mir die jetzt auch hier unten durchschieben, so dass ich die hier so in der Mitte drin habe. Vom Ausdekorieren nehme ich mir jetzt Hortensien dazu und ein bisschen was von der Seidenkäfer. Viel braucht es wirklich nicht. Ihr schneidet euch bloß ganz zarte, kurze Stiele und die zieht ihr euch hier jetzt einfach so durch. Verwebt es hier mit der Wolle. Tada, ich kann zaubern. Nein, ich kann natürlich nicht zaubern.
Es ist so, dass mir die Kamera abgeschmiert ist und ich das natürlich jetzt relativ spät erkannt habe, gesehen habe und dekoriere so vor mich hin und rede vor mich hin. Und ja, gut, ist halt einfach mal so, wie es halt so denn ist. Okay, gut, was habe ich denn noch dazu? Ich glaube, die Hortensien habe ich dazu, das habt ihr noch gesehen. Dann habe ich hier noch ein bisschen Seidenkiefer, hier noch so ein Efeublatt. Das sieht man hier besser, so in den größeren Gruppierungen, ein Efeublatt und noch so ein rosa Pfeffer, damit einfach, ja, weil es doch sehr dunkel ist und ich glaube, das kommt in der Kamera gar nicht so rüber. Es ist wirklich ein sehr dunkles Rot, ja, fast ein Weinrot und die Hortensien natürlich auch sehr dunkel sind. Dachte ich mir, nehmen wir uns das ein bisschen auf, greifen uns das ein bisschen auf und machen noch so von diesem rosa Pfeffer mit dazu rein. Ich habe das immer so zwischendurch geschoben, die Stängel relativ lang gelassen und einfach mal so ein bisschen durchgewoben. Genau. Da können wir hier noch so ein bisschen, könnte dann dementsprechend immer die Lichterkette noch ein bisschen, so wie ihr das wollt. Ausdekorieren könnt ihr das natürlich auch ganz, wie ihr wollt. Ihr könnt das auch so machen, wie ich das vorhin gesagt habe mit den Kerzenhaltern, dass ihr euch die mehr so im hinteren Bereich macht und die Dekogruppe vorne eher so im vorderen Bereich, also ein bisschen so asymmetrisch gestaltet. Ich bin jetzt absoluter Fan von diesen vier Verteilungen, von diesen, ja, von dieser gleichmäßigen Verteilung. Ich würde auch sagen, das reicht so jetzt. Ihr könnt natürlich auch noch so Metallsterne, weil ich habe jetzt hier die schwarzen Kerzenhalter, die könnte hier so nur mit rein, dazu rein. Ich finde es eigentlich auch recht cool. Müsste aber eigentlich gar nicht sein. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr so mehr auf die Naturebene noch, wenn ihr da noch was dazu rein wollt. Jetzt raschelt es ein bisschen. So, Kokossterne noch mit dazu reinnehmen. Ich lege es mal einfach so hier hin. Aber ich finde, oder Kugeln. Kugeln könntet ihr jetzt genauso auch noch mit rein. Aber ich finde, die Technik an sich wäre schade, wenn man sie jetzt komplett verdecken würde und wenn man dann gar nichts mehr davon sehen würde. Aber das ist natürlich ganz euch überlassen. Ich habe jetzt noch zwei Varianten, die möchte ich euch gerne noch zeigen. Dafür schieben wir uns den jetzt mal auf die Seite. So, und zwar habe ich jetzt hier noch die grüne Variante, eher so mit diesem natürlichen. Könnt ihr das sehen? Ja, wunderbar. Ich gebe es dann auch mal so. Ich habe als Untergrund habe ich dann Birkenzweige, habe die so um einen Strohrömer rumgebunden. Ich habe es mir ganz einfach gemacht. Habe dann auch wieder den oberen Kranz mit einem Kranzband diesmal, mit einem grünen Kranzband abgewickelt. Und diese Technik, diese Luftmaschentechnik angewendet und nur ganz dezent mit diesen Materialien, mit diesen Birkensternen, greift natürlich auch wieder die Birke ein bisschen auf. Jetzt hoffe ich, sage ich es richtig, diese Kaluna, diese Fruchtebobbles da und diese Kiefer greift dann natürlich auch die Farbe von diesen Birkenästen auf. Und ich denke, mehr braucht es da auch gar nicht. Kerzenteller, ganz, ganz wichtig. Ja, auch wieder so in dieser Vierer-Kombination. Und dann möchte ich euch natürlich gerne auch den mit der Wolle zeigen. So, Sekunde. Das wäre dann der hier. Jetzt kann man es gut sehen. Ich glaube, ich muss euch mal ein bisschen runterschieben. So, wunderbar. Genau, das wäre dann hier eine ganz einfache Strickwolle. Die habe ich jetzt hergenommen. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich die hatte. Ich glaube, ich wollte da mal irgendwas machen, wollte mich mal am Stricken probieren. Entschuldigung. Im Stricken probieren. Keine Ahnung. Habe auf jeden Fall auch hier im unteren Bereich ganz einfach diesen unteren Kranz mit diesem Grün. Im oberen wieder diese Luftmaschentechnik. Vier Kerzen. Habe
Genau, mit Stumpenkerzen. Es geht genauso. Ihr könnt auch Stabkerzen, wie ihr möchtet. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Habe jetzt hier von diesem Brackfarn noch, von diesem behandelten, gefärbten Brackfarn noch was rein. Ein bisschen frischen Eukalyptus, um das ist die Farbe von dem Grün noch ein bisschen hier eine Verbindung zu bringen. Hier überall, da und hier eine Kugel noch. Paar Sternchen, rosa, Aldrussee und ja, und ich denke, das kommt schon auch ganz cool. Ich hoffe, dass die Farben, irgendwie kommen sie, glaube ich, bei euch anders rüber als bei mir, dass sie dann, ich mache noch Fotos, dass sie dann in den Fotos dann auch besser rauskommen. Gut, dann haben wir das soweit. Ist mal was Cooles, ist mal was anderes. Ja, und wenn ihr das nachmachen wollt, fände ich super toll. Versucht euch einfach mal. Dann würde ich sagen, bis bald, bis demnächst. Viel Spaß beim Kreativsein, in der Adventsfloristik vor allem. Und macht es gut, bleibt vor allem auch gesund, ganz wichtig. Und ja, bis bald, eure Sandra.